Willkommen bei Probably Nothing, den Assembly-Nachrichten der letzten Tage. Ich bin Alexander, zurück aus dem Urlaub und dachte, dies wird eine entspannte Folge. Los geht's! Als erstes gibt es einige Dinge, die ich in der letzten Folge vergessen habe. Die Parameter-Taskforce war natürlich fleißig, das letzte Update ist vom 13.09. Auch die Wasp-Node wurde mehrmals aktualisiert und es gibt mittlerweile einen Release-Candidate 2, was auch viele vermuten lässt, dass die EVM kurz vor dem Start steht. Die Firefly-Wallets für IOTA und Shimmer wurden ebenfalls aktualisiert. Nun kommen wir zu den aktuellen Neuigkeiten. Zuerst einmal macht Kovai den Anfang. Ende August hat er einen Quartalsbericht für das Wachstumskomitee veröffentlicht. Dieses Komitee verfügt über ein Budget von 90,6 Millionen Shimmer, was bei einem Kurs von 0,05 Dollar 4,5 Millionen Dollar entspricht. Es wurde auch 4 Entscheidungen getroffen. 18,1 Millionen Shimmer werden für strategische Partnerschaften reserviert. Eine neue Webseite mit dem Titel Tangleverse Version 2 Ecosystem Hub wird erstellt. Der Betrieb des Blockscout Explorers für die Shimmer EVM wird sichergestellt und es soll ein Bericht über den asiatischen Markt erstellt werden. U2Day hat einen Artikel mit der Überschrift IOTA näher an Ethereum-Kompatibilität, da Shimmer wichtigen Meilenstein erreicht hat, veröffentlicht. In diesem Artikel wird über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die Shimmer EVM berichtet, die kurz vor der Veröffentlichung steht und die hohe Nachfrage, wenn man die 1,4 Millionen Transaktionen in Betracht zieht. Am 7.9. hat Dom ein Foto aus den Emiraten gepostet mit dem Text, dass sie dort die Magie erstellen. Am gleichen Tag hat Wanderer ein neues Patent von Huawei gefunden. Das Ziel dieses Patents ist es, ein Gerät und einen Knoten, eine Node, bereitzustellen, die es ermöglichen, neue Daten schneller in das System aufzunehmen. IOTA wird dabei nicht als die Lösung dargestellt. GroupFi geht eine Partnerschaft mit TangleSwap ein. Wer Void, Souls oder ein Genesis NFT besitzt, kann sich auf eigenständige Kanäle des Protokolls freuen. Bleiben wir bei TanglePay, sie haben ihre Webseite aktualisiert, sie sieht frischer aus und man sieht nun auch ein paar GroupFi-Bilder. Der Block Explorer hat ebenfalls ein Update erhalten, die Seite sieht nun wesentlich übersichtlicher aus. Einen Tag später wird auch IOTA-B Partner von GroupFi, hier wird ein riesiges Universum aufgebaut, damit von Anfang an jedes Projekt dabei ist. Am 12.09. kam dann eine überraschende Nachricht und ein Blogpost mit dem Titel Ersetzen des Coordinators durch ein Validierungskomitee. Das aktuelle Koordinatorensystem in IOTA dient dazu, Transaktionen zu überprüfen und abzusichern. Es gibt jedoch einige Nachteile wie die Möglichkeit, Transaktionen zu blockieren und die Abhängigkeit von einem einzelnen Koordinator. Um diese Probleme zu lösen, wird der Koordinator in ein dezentrales Validierungskomitee umgewandelt. Dieses Komitee besteht aus mehreren Validatoren, die zusammenarbeiten, um Transaktionen zu bestätigen. Dies erhöht die Sicherheit und Verfügbarkeit des Netzwerkes. Diese Änderungen ist jedoch vorübergehend, da sie später durch IOTA 2.0 ersetzt wird, das auf ein tokenbasiertes, erlaubnislosen und dezentralen Methoden basiert. Wer zu diesem Komitee gehört, ist noch nicht bekannt. Aber das ist der erste Schritt zum Core Decide, den sich viele wünschen. Ein riesiger Schritt, der nur zu kurz gefeiert wurde. Virtue Money hat ein Video zu ihrer Webseite veröffentlicht. Jetzt kann jeder es ausprobieren. Das erinnert etwas an Deeper Finance mit dem Warnsystem, aber das ist nichts Schlechtes, sondern zeigt, dass ein gutes System übernommen wurde. Die Tangle Community Treasury oder TangleDAO hat einen kleinen Meilenstein erreicht. Sie haben auf den Marshall Islands endlich ihre Non-Profit-Eintragung bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Glückwünsche gehen auch an Spice 5, die in German Blockchain Report 2023 erwähnt wurden und die zweitgrößte Finanzierung erhalten haben. Die größte Finanzierung hat Februar.co erhalten. Nakama Labs hat in einem Medium-Artikel mit dem Titel Die Bedeutung von Oracles bei der Bereitstellung zuverlässiger Marktdaten veröffentlicht. Oracles sind entscheidend in Web3, da die Blockchain-Anwendungen mit Echtweltdaten verbinden. Es gibt zwei Haupttypen, Preis-Oracles und Daten-Oracles. Sie spielen eine zentrale Rolle im DeFi-Bereich, indem sie genaue Marktdaten für Vermögenswerte, Kollateralisierungen von Darlehen und automatisierten Handel liefern. Ein eher technischer Artikel. Auch IOTA Heroes ist nicht untätig. Sie erstellen fleißig neue Items, damit wir mehr Spaß beim Spielen haben. Es gibt jetzt über 200 solche Ingame-Items. Von der Token 2049 gibt es auch ein paar Einblicke. Kovai hat fleißig Eindrücke gesammelt, auch Gary Jin war dort vertreten.
Kleine Neuigkeiten gibt es auch von Matt Yager, zumindest eine Einsicht, dass er bei der UN Youth an der Konferenz sitzt. Vielleicht kommt bald mehr. Abonnenten der Blockchain Today aus Korea können sich über einen Artikel über IOTA 2.0 und Shimmer freuen. Es gibt hoffentlich gute Informationen. Die Philancore GmbH gibt ihren Beitrag zur Identity RS Bibliothek. Sie fügen ihren eigenen ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, hinzu, eine kryptografische Technik, die in der Informationssicherheit verwendet wird. Dieser Algorithmus ermöglicht die Erzeugung digitaler Signaturen, die zur Authentifizierung und Integritätsprüfung von Daten verwendet werden. Auch das ist ein großer Schritt, da eigenständige Firmen dem Code ihre Möglichkeiten hinzufügen, was für alle eine Bereicherung darstellt und zeigt, wie lebendig das Ökosystem und das Projekt ist. EU Blockchain veröffentlicht ein Paper mit dem Titel Navigation the Blockchain Landscape, Demystifying DLT. In diesem umfangreichen Paper werden Missverständnisse zwischen Blockchains und DLT aufgeklärt und betont, dass Bildung an erster Stelle stehen sollte, um die Technologie sicherer zu machen. IOTA wird dabei oft erwähnt und mit Bezug auf den Konsensmechanismus, die Energieeffizienz und Identitätslösungen erwähnt. Die IOTA Foundation bekommt Zuwachs von einer neuen Foundation aus den Emiraten. Dazu gab es letzte Woche einen neuen Blogbeitrag. IOTA plant die Gründung einer neuen unabhängigen, regulierten Stiftung mit Sitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Um seine globale Reichweite und Bedeutung zu erweitern, diese Stiftung soll das Wachstum und die weltweite Expansion von IOTA fördern. Sie wird eng mit Regulierungsbehörden und Geschäftsführern in den Vereinigten Emiraten zusammenarbeiten und die Rolle der Vereinigten Emirate als Technologie- und Geschäftsführer stärken. IOTA wird weiterhin ein dezentrales, offenes, permissionless und unparteiisches digitales Ökosystem anstreben. Das gilt auch für Shimmer, so Dominik. Eine überraschende Neuigkeit kommt von Cisco. John Capobianco veröffentlicht ein Video auf YouTube, in dem er zeigt, wie ein digitales Abbild von Netzwerkgeräten erstellt und deren Konfiguration in einem unveränderlichen Ledger für Prüfungs- und historische Nachverfolgungszwecke auszeichnet. Er nutzt dafür Shimmer und ist sehr begeistert davon. Außerdem erwähnt er Build 5 als Teil des Prozesses, bei dem er Netzwerkzustände und Konfigurationen in einem verteilten Ledger speichert. Ein paar Tage später veröffentlicht er einen zweiten Teil und sogar einen dritten. John ist sehr angetan davon, wie einfach und flüssig alles funktioniert und ist positiv überrascht von Shimmer und Build 5. Dies hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Die IOTA MPC hat erfolgreich mit den Validatoren einen Test in Shimmer Testnet durchgeführt und sie sind bereit für das Mainnet. Die Validatoren sind DLT Green, Spice 5, Soonlabs, TangleSwap und Tangle Treasury. Mit dem Start auf das Mainnet wird die Bridge IOTA Ethereum und Wrapped Bitcoin unterstützen. Das war der erste Teil der Neuigkeiten. Ihr wisst, es ist viel passiert und ich beeile mich nach meinem Urlaub so schnell wie möglich, weitere Neuigkeiten zu liefern. Mit mehreren Sprachen dauert die Bearbeitung und Erstellung jetzt länger, aber so erreichen wir mehr IOTA und Shimmer Leute. Danke für eure Unterstützung, bis zur nächsten Folge, die hoffentlich noch diese Woche kommt. Bis dahin, ciao, ciao.